So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses, da hinten sitzt noch die Jenaya. Soll ich mal kurz rumdrehen? Guckt euch die mal an, wie die da sitzt, ne? Unter ihrem Regenschirm, Sonnenschirm. Aber Regenschirm würde passen, weil gestern haben viele auch gesagt, es war richtig schlechtes Wetter. Es hat die ganze Zeit geregnet während des Sea Days. Wir sind dahin, sind ausgestiegen, da hat's angefangen. Wir haben gedacht, scheiße, das wird ja nichts. 5 Minuten später hat es irgendwie wieder aufgehört, die Sonne war da, also das war perfekt. Dann sind wir so gelaufen und dann gab es statt Regen den Shiny-Regen. Möchte ich so dann auch in den Titel reinpacken. Und was es sonst so gab, wir haben gestern wieder eine Stunde gestreamt. Ich laufe ja mit Pupsi am Sea Day immer eine Stunde durch den englischen Garten. Wir gucken immer, wer kriegt das erste Shiny, wer die meisten Shinies, wer das letzte Shiny. Shenaya war gestern dabei als Gast. Shenaya hat auch das allererste Shiny bekommen gestern. Und dann hat Pupsi einen Shiny bekommen, dann hat Pupsi einen Shiny bekommen, dann hat Pupsi einen Shiny bekommen, dann hat Pupsi einen Shiny bekommen. Ich habe gedacht, es geht ja wieder mal gar nicht. Obwohl sie ja gehandicapt war wieder mit dem Kinderwagen und dem Schirm, obwohl es dann gar nicht mehr geregnet hat, trotzdem immer noch Schirm und so weiter. Und da gab es viel zu sehen, viele Dinge, die ich dann auch beobachtet habe. Ne? Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gewundert abends beim Tauschen, warum habe ich so viele hohe WP-artige Praktibalk und die Shenaya nicht? Wieso habe ich so viele XL-Bonbons und die Shenaya nicht? Dann ist was aufgefallen, wo ich mir dachte, das sind die Schattenseiten von Pokémon Go, die müssen wir auch gleich beleuchten. Aber erstmal vorweg, das war meine Box. Mit so einer Box bin ich gestartet. Ihr wisst, ich spiele jetzt einen Free-to-Play-Account. Da steckt kein Geld drin, kein gar nichts. Nicht mehr verwöhnt von 6800 Beutelplatz oder 6300, 500, wie auch immer. Ich musste mir jetzt alle 4 Tage für jeweils 50 Münzen aus den Arenen ein bisschen Platz schaffen. Ich bin bei Items gerade bei 650. Das hatte für mich gereicht, dass ich vor dem Sea-Day so 300 Hyperbälle angesammelt habe. 100 Superbälle, Progebälle. Ja, die habe ich dann immer weggeschmissen in Hoffnung, andere zu kriegen. Ich habe keinen einzigsten Beleber gehabt, keinen einzigsten Drang. Ich habe keine Bären gehabt, gar nichts. 4 silberne Sananabären, sonst nichts. Ansonsten war mein Beutel komplett leer. Alles war fort. Das nochmal so zum Stand. Ist auf jeden Fall außergewöhnlich, denn sonst ist man da rum und alles war egal. Und jetzt musst du halt wirklich gucken. Mache ich den Beutelplatz weiter oder mache ich die Pokebox weiter? Ich weiß es nicht. Ich habe die Pokebox gerade auf 450. Ich merke aber, gerade bei einem Sea-Day, du kommst halt immer wieder an dein Limit. Ich habe im Vorfeld, ich habe so viele Hunderter, wir hatten letztens ja mal einen Stream gemacht, haben mal was aussortiert. Ich hatte so viele Hunderter behalten, wo ich mittlerweile von den Hundertern auch wieder welche verschickt habe. Ich habe jetzt nur noch diese 100%igen hier aufgehoben, weil ich Platz gebraucht habe für den Sea-Day. Ich habe Shinies gefühlt alles weggeschmissen, weil ich Platz gebraucht habe für den Sea-Day. Ich habe diese 6 Shinies, die ihr hier unten seht, die habe ich aufgehoben. Alle anderen Shinies habe ich weggeschmissen. Da ist noch Rosalinde, da ist Jonas, Isbo, Pupsi, Henry und Hannes. Die sind noch dabei und ansonsten habt ihr hier Sea-Days vom, so gaggelten das und haggelten das so. Das sieht ja richtig mies aus. Der Rest sind Sea-Days vom, Shinies vom Sea-Day. Das heißt, wir haben eigentlich eine Stunde gespielt. Weil wir auf den Fahrer gewartet haben, haben wir 1,5 Stunden gespielt. Und ja, ich fand, das war eine recht gute Shiny-Beute. Sonst habe ich viel weniger gehabt, da ging es viel mehr. Ich habe auch immer wieder den Schnellfang-Trick gemacht. Pokémon, Ball werfen, fliehen und so weiter. Pupsi immer mit einer Hand mal einen Ball geworfen, 3 Minuten Kinderwagen geschoben, dann mal wieder einen Pokémon angedrückt. Trotzdem hat sie einen Shiny nach dem anderen bekommen. Ja, Shenaya hat häufig mit dem Go Plus gespielt, habe ich dann abends erfahren. Und dadurch sind ihr wahrscheinlich viele Sachen auch geflohen, denn gerade bei der Trade Station, die wir abends hatten, ich kann euch gleich die Luckys auch noch zeigen, die da rauskamen, habe ich gemerkt, ich habe so viele gehabt, über 1000 WP, und sie hatte kaum welche über 1000 WP, da waren dann 800, 900 Mal vielleicht so, also da sind durch den Go Plus sicherlich einige hohe geflohen, deswegen. Und weil natürlich so viel geflohen ist, gerade von den Hohen, die auch mehr XL gegeben haben, habe ich mich immer gewundert, wir sind die gleiche Zeit gelaufen, haben das gleiche Zeugs gefangen, dass sie weniger Bonbons hat und auch weniger XL. Das heißt, an einem Seed Day würde ich persönlich vielleicht auf so ein Gadget gar nicht zurückgreifen. Wenn irgendein Event ist, ihr irgendwo in der Stadt unterwegs seid, irgendwas macht, immer gut. Ich sehe es ja, wenn ich beim Einkaufen bin, ich hänge die ganze Zeit, gucke ich dann aufs Handy mittlerweile und kriege gar nichts mit vom Einkauf, gehe raus, habe gar nichts eingekauft, dann eben bei einem Gadget in der Hose. Passt. Sea-Day, immer volles Produkt. Wie macht ihr das? Spielt ihr Sea-Day so? Macht ihr Schnellfangtrick? Macht ihr gemütlich? Spielt ihr die 3 Stunden? Oder
holt ihr euer Gadget raus und geht spazieren. Das ist, jeder macht das anders. Ich habe nur gemerkt, mir wäre dann zu viel entgangen. Ich muss das so machen, das reicht ja. Macht man einmal im Monat, dann passt das schon. Ich habe also jetzt 27 Shinies insgesamt, aber weil 6 Stück davon ja vorher schon da waren, die anderen Sachen, sind das 21 Shinies, die ich jetzt also in 1,5 Stunden bekommen habe. Das ist okay. Das war für den hier ein neuer Pokédex-Eintrag insgesamt. Ich weiß nicht, wie viel Praktibalg ich insgesamt hier noch habe. Ich kann ja mal Praktibalg eingeben. Dann sieht man hier 260 bzw. 266 mit den Entwicklungen noch dazu. Habe ich alles noch aufgehoben? Könnte man jetzt eigentlich, das geht eh nicht weg, mal noch was verschicken. Und zwar habe ich, wenn man auf die XL guckt, die XL auch nicht voll. Also für mich war das war ein komplett neues Pokémon. Selbst Praktibalg war neues Pokémon. Ich habe meinen Pokédex-Eintrag gekriegt im Stream. Stream könnt ihr euch nachträglich angucken. Ich habe 291 XL gesammelt. In den 1,5 Stunden plus mit dem Tauschen abends. Das war halt Meiningen. Da gab es halt kein zusätzliches XL, als wenn ihr über Entfernung tauscht. Und ich hatte auch keinen Kampf-Pokémon, wo ich die Mega-Entwicklung machen hätte können, um dann nochmal die XL zu boosten. Das ist der Nachteil jetzt, weil ich habe gar nichts und deswegen ist alles ein bisschen schwieriger. Sind wir trotzdem auf 291 gekommen, das reicht aber nicht. Aber was ich deswegen jetzt mache, ich kann gefühlt eigentlich Platz schaffen im Beutel. Ach so, genau, na, bevor ich die wegschmeiß. Wir haben ja noch was anderes und zwar, schaut mal hier kurz noch rein, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Hier war noch XL dabei. Ein XXL-Praktibalg war dabei, also eigentlich zwei, aber das hier ist das allergrößte. Hier ist auch noch ein XXL-Streboli dabei. Und während die groß sind, gab es hier auch XXS, nämlich das. Guck mal, wie klein das ist im Vergleich zum Rest. Das Kleine ist auch dabei, aber das ist das allerkleinste. Aber die, egal ob groß oder klein, brauche ich eigentlich jetzt nicht. Jetzt müsste es ja funktionieren, wenn ich Praktibalg antipp, alle auswähle und auf Verschicken gehe, dass es alle wegschmeißt, außer die Favoriten, außer die Shinies, ich nochmal 43 XL-Bonbons dazu bekomme. Und wenn ich jetzt auf WP sortiert gehe, haben wir hier auch die besten, die ich habe. Mal gucken. Mein schlechtestes, also mein WP vom Level her niedrigstes, ist das 233er Shiny. Dann habt ihr hier zwischendurch immer mal noch ein Lucky mit dabei. Beim Lucky kann ich ja mal anklicken, dass ihr das seht. Das hat hier 15, 12, 13. Dann kommen etliche Shinies, dann kommen wieder zwei Luckys. Nämlich das und das. Ich würde aber lieber dann eins entwickeln, was mindestens 15 Angriff hat. Plus die anderen werden auch relativ gut. Ich habe gesehen, irgendwo ist ein 98er mit 14 Angriff und 2x15. Würde ich jetzt nicht vorziehen, ich würde dann eher 96er mit 15, 15, 13 oder so nehmen. Hier ist nochmal ein Lucky dabei, das können wir auch bewerten. Sieht gut aus, aber ist halt noch schlechter, wenn du 96er hast, bevorzugst du dann das 96er. Das müsste ein 93er sein, hat aber keinen 15 Angriff. Hier haben wir noch eins dabei. Das, ja, hat auch 3 Sterne, aber ist jetzt nicht so gut. Ich sehe, dass die Trade Station sind einige Luckys rausgekommen. Hier sind wieder zwei nebeneinander. Das ist auch ein 690er, aber hat 14, 14, 15. Würde mich jetzt auch nicht interessieren. Obwohl ihr wisst, alle, die Lucky sind, sind ja getauscht. Und da das eine Tauschentwicklung ist, könnt ihr statt 250 Bonbons nur 50 ausgeben und das komplett durchentwickeln. Da könnte man aber wieder auf die WP-Höchsten gehen mit dem besten Level. Hier ist ein Lucky dabei. Das hat 15, 15, 12. Hier oben ist noch ein Lucky. Das ist auch im Level mit eins der besten. Aber hat 14, 13, 13. Mein bestes Shiny ist das hier. Das ist auch ein 3-sterniges. Aber irgendwo habe ich eins gefunden. Nämlich das mit 1159. 96er, 15, 15, 13. Das werde ich jetzt einmal durchentwickeln. Denn das wäre eins, was ich vielleicht sogar auf 50 pushen würde. Ich pushe es aber noch nicht auf 50. Ich würde es auf 50 pushen. Das ist selbst gefangen. Das ist nicht aus dem Tausch. Das heißt, da muss man 250 Bonbons für ausgeben, für diesen Blumenkohlkopf. Auf 40 pushen wäre auf jeden Fall eine Option. Ja, ich weiß, Tauschentwicklung. Also das 96er erstmal auf 40, vielleicht irgendwann auf 50, keine Ahnung. Und dann vielleicht 5 Stück noch suchen, die aus einem Tausch heraus
einfach gepusht, entwickelt werden können, ohne dass man diese 200 Bonbons da verschlingt. Der hat jetzt schon 2900 noch was, das sieht gut aus. Pushen wir mal hier hoch, wir lassen aber die XL weg. Eigentlich könnte man ein Ziel machen bei dem Free-to-Play-Account, man besorgt sich keine Level 50er. Man sagt einfach, wir backen jetzt kleinere Brötchen, weil es ja um nichts geht, und haben jetzt für 3324 einen richtig soliden Kampfangreifer. Der hat jetzt hier Gifthieb, da müssen wir noch was wegmachen. Gucken wir mal, dass wir hier Konter bekommen. Konter, Steinkante. Ich lasse die Steinkante mal drauf. Da ist jetzt nicht die Event-Attacke. Mhm. Haben wir jetzt Konter, Steinkante, Wuchtschlag. Den würde ich so lassen. Das ist jetzt mein Lieblings. Ne? Bei dem Rest muss ich mir in Ruhe anschauen. Unter all den Lucky-Dingern geht man da jetzt hin und sagt einfach, man nimmt die WP-Höchsten und sagt sich, das hier ist ja getauscht, ich entwickle das einfach durch und ziehe es auf 40, auch wenn die IV nicht die besten sind, weil man ja nur 50 ausgibt und es zum Pushen auf 40 nicht so hoch ist, oder sucht man sich wirklich IV-abhängig welche? Man könnte theoretisch die ersten 6 Stück hier nehmen, man könnte aber auch die ersten 6 höchsten getauschten nehmen. Und das ist schon wieder eine Wissenschaft, weil das hier ist nicht getauscht. Das wäre wieder teuer. Das wäre günstig. Das hier ist getauscht. Wäre günstig. Hat auch 15 Angriff, aber hat nur 2 Sterne. Also es ist auf jeden Fall wieder mal eine Wissenschaft an sich. Ich glaube, eine 6er Armee würde ich mir basteln. Aber dann wahrscheinlich eher aus den getauschten oder so. Entwickelt 200 Pokémon, da gab es sogar noch eine Medaille dazu. Perfekt. Wie sieht's bei euch aus? Wie lange habt ihr gespielt? Wie habt ihr gespielt? Wie war euer Wetter? Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Habt ihr einen 100er bekommen? 100er war leider nicht dabei, beim Tauschen auch nicht. Wir haben gestern Abend nach dem C-Day 100 Stück getauscht. Wir haben heute beim Einkaufen nebenbei getauscht, 100 Stück. Jetzt sind die 200 Trades durch. Ich kann jetzt nichts mehr tauschen. Habe aber wenigstens das 96er jetzt entwickelt und auf 40 gezogen. Das reicht mir. Wirbler war ja wahrscheinlich eh nur für PvP. Ansonsten, ja, schreibt's mal rein. Eure Ausbeute, wie sieht's bei euch aus? Peace out, Vorhaut, euer Ramses, eure Jenna. Und hier holen wir noch die Wochenbelohnung ab. Bis denne, die denne, genau. Ciao.